Guten Morgen aus La Krollen. Wie ihr sehen könnt, ist noch ein bisschen bewölkt. Ich stehe am Wasser. Das Wasser plätschert. Habe hier einen herrlichen Stellplatz und blicke dort drüben auf die Fähren von Moos, mit denen ich ja auf dem Hinweg einmal übergesetzt habe und auf dem Rückweg habe ich mich ja für den Tunnel entschieden. Wobei die Fähre meiner Meinung nach doch die bessere Wahl ist. Naja, hier gibt es jetzt auf jeden Fall eine kleine Radtour durchs Örtchen, was recht bescheiden sein soll, aber schön. Also daher, wer ihr mögt, bleibt dran und begleitet mich gerne. So, meine Lieben, ich hoffe, euch hat das Ganze hier, was ich über Norwegen gezeigt habe, so als Roadmovie im Grunde, was ja nicht geplant war, auch gefallen. Es begann mehr oder weniger hier an der Schärenküste. Ich bin jetzt in La Krollen und es wird auch hier enden. Ich werde jetzt die letzten Tage hier noch ein bisschen abschalten, ein bisschen entspannen und dabei auch nicht mehr filmen oder sonst was. Einfach nur noch ein bisschen diese Atmosphäre genießen und wie wundervoll Norwegen ist. Und im Kopf plane ich das auch schon wesentlich besser fürs nächste Mal. Was heißt besser? Anders. Also, wenn es euch gefallen hat, würde es mich freuen. Schreibt mir gerne mal einen Kommentar dazu. Und ansonsten wie immer, macht's gut. Der letzte Blick in Norwegen, euer Markus. So sehen halt die Orte hier in Norwegen aus, wo im Grunde kein Tourismus ist. Und hier geht's mal wieder zu so einem Trollerstrander, diese offiziellen Badestellen und Plätze. Ach, hier ist er schon. Wäre ich fast dran vorbeigerollt. Ja, mit Sprungturm dort unten. Von hier kann man den Bereich doch ein bisschen besser. Noch so eine Sitzbank hier mit Tischchen. Und dann geht es hier felsig ins Wasser. Entweder von da vorne über diesen Steg oder an der Seite über die Felsen. Echt tolle Fleckchen Erde hier. Ja, und wenn man hier durch diese kleinen Ortschaften rollt, kommt man auch immer wieder an den Kirchen vorbei. Ich sagte ja schon mal, ich glaube, der Norweger an sich ist ein sehr gläubiger Mensch, so viele Kirchen, wie es hier gibt. Ist nicht immer klassisch klein, gibt es auch mal in groß und elegant. Aber mehr Charme hat auf jeden Fall dieses hier, oder? Was meint ihr? Hier steht ein Rehkitz, was irgendwie in den Garten gekommen ist. Direkt vor mir. Ach, da hinten sind noch zwei. Ja, die futtern hier, wo es die Äpfel gibt. Ja, und hier ist das Stöttvik Hotel. Wahrscheinlich das Hotel hier am Platze. Mit einem doch wunderschönen Dekorationsgegenstand im Eingangsbereich. Ist das nicht ein schöner alter Fort? Und die Dame natürlich auch nicht zu vernachlässigen. Ja, da habe ich dieses Örtchen La Krollen deutlich unterschätzt. Das, was man zuerst gesehen hat, war ja nicht ganz viel.
Aber wenn man hier einfach mal diese Küste entlang radelt, entdeckt man hier noch deutlich sehenswerte Ecken. Nicht zuletzt auch der Blick hier nochmal Richtung Ort und diesem Hotelkomplex. Und diese Hütchen sind ja schön. Denkt sich wahrscheinlich auch die Möwe, die da oben drauf sitzt. Ach, das hat alles so einen Charme hier. Aufpassen, dass ich nicht einfach weiter radle und gleich im Wasser lande hier. Herrlich. Genau, wieder so schicke Bötchen. Und der vorne, wo der Norweger gerade am Arbeiten ist, der hat zweimal 250 PS Mercury Motoren da hinten dran. Also 500 PS. Das ist unglaublich. Der Norweger steht definitiv auf Leistung. Auch dieser kleine Pavillon vom Hotel hier. Sehr schön. Ich will mich gar nicht schnell bewegen, aber Rehe im Garten gehört hier anscheinend dazu. Da waren schon wieder zwei. Ich hoffe mal, die sind drauf. Hier sind sie nochmal. Ich bin gerade mal wieder irgend so einen Weg reingefahren, da wo auch die Rehe gerade zu sehen waren wieder. Und dann kommt man hier raus und blickt auf dieses doch sehr moderne Haus. Aber auch wieder Richtung Scherenküste. Also man kann hier abbiegen, wo man will. Letztendlich muss man sich nur so ein bisschen an der Himmelsrichtung orientieren, um irgendwie zurückzufinden nachher. Aber alleine die Scherenküste am Anfang Norwegens kann man definitiv schon mehrere Tage genießen. Und überall kostenlose Parkplätze, das kommt noch dazu. Wohnmobile natürlich meistens verboten, so wie jetzt hier gerade auch sehe ich. Aber die Aussicht belohnt einen hier jedes Mal, egal um welche Ecke man kommt. Ach, 75 Kronen kostet das hier am Tag, das Parken. Das Schild hatte ich vorher nicht gesehen. Ja, hier sieht es jetzt so ein bisschen aus wie Fischereihafen. Und nicht nur die schönen Boote. Wobei auch diese Boote schön sind. Hi. Da saß so ein vollbärtiger Seebär mit einem Pott Kaffee in der Hand. Und seinen typischen Seemannspullover, sag ich mal, diesen gehäkelten mit einem hohen Kragen und Reißverschluss vorne. Deswegen habe ich gegrüßt. So Leute, mal ganz ehrlich, was soll ich hier zuerst zeigen oder was soll ich nicht zeigen? Hier kann man echt den ganzen Tag die Kamera draufhalten. Geschweige denn von den ganzen Fotos, die ich gemacht habe. Ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass ich gestern auf dem Handy schon über 400 Stück habe. Und hier mit der Kamera müssten es mittlerweile auch über 100 GB sein, was so an Material zusammengekommen ist. Mal sehen, was davon wirklich brauchbar ist im Nachhinein. Aber das spricht dafür, wie viele Eindrücke ich hier doch wahrnehme. Und jetzt rolle ich hier durchs Herbstlaub mal so einen schönen Radweg entlang. Immer wieder mit herrlicher Aussicht. Und diese Wege hier sind immer die vielversprechendsten. Zumindest meistens.
Aber hier in Norwegen haben sie mich bisher noch nie enttäuscht. Hier sieht man so ein bisschen die Ebbe, dass das Wasser so ein bisschen raus ist. Ist mir bisher hier auf der ganzen Tour noch nicht aufgefallen. Und die Schwäne da mit zwei Jungschwänen. Schön zu erkennen an dem grauen Gefieder. Hier auf dieser Karte ist das schön zu erkennen. La Kollen. Und zwar ist das letztendlich dann doch dieser ganze Bereich hier, wo aber auch so ein paar andere Ortsteile dann dazugehören. Aber man, oder ich zumindest, habe vorhin erst gedacht, oh, kleines schnuckliges Dörfchen. Aber es ist doch ein bisschen größer, als ich dachte. Und wenn man bedenkt, ich bin ungefähr hier gestartet heute Morgen und dann mit dem Rad hier diesen Weg runter, hier entlang der Küste, das ist schon nicht schlecht. Deswegen, aber ich befinde mich jetzt ungefähr hier und werde mal schauen, dass ich hier diesen Weg auch wieder irgendwie zurückkomme. Hier wohnt definitiv ein Ankerliebhaber. Gleich 5-6 Stück im eigenen Garten. Das ist schon eine Hausnummer. Wahrscheinlich als Wertanlage. Was das Altmetall wert ist, kannst du wahrscheinlich ein paar Monate mit überbrücken. Hier im Garten steht sogar eine Skulptur von einem Rehkitz. Vielleicht, weil es hier so viele davon gibt, dass diese Region dafür auch ein bisschen bekannt ist. Und hier ist die passende kleine Villa zu der Skulptur. Ich würde sagen so 60er, 70er Jahre wahrscheinlich. Aber hat auch irgendwie was Besonderes. Fristrander ist immer gut. Da sind auch diese offiziellen Badestellen, die ich so gerne hier in diesen ganzen Norwegen-Videos erwähnt habe. Und meistens kann man da auch sehr gut stehen, wie ihr gleich sehen werdet. Und zwar hier. Oh, es sind noch ein paar mehr geworden. Ja, und da steht meine Hope. Das heißt, das Video wird jetzt hier an diesem lauschigen Plätzchen dann auch enden. Mittlerweile scheint schön die Sonne. Ich werde mich da unten ein bisschen ans Wasser setzen und den Rest des Tages, es ist nämlich jetzt Mittagszeit, dann hier noch ein wenig genießen und auch über Nacht nochmal bleiben. Also, macht's gut, euer Markus.